Wäre jetzt das etwa Grössenordnung, die Sie sich auch vorstellen für Ihren Zirkus? Ja, also vom Zelt her schon. Und von den Wegen, ja. Etwa in dieser Grössenordnung wird es gehen. Und wie heisst denn eigentlich Ihr Zirkus? Der würde Beat Breu heissen. Beat Breu? Genau, mit meinem Namen, weil die Schweiz kennen mit Leuten und würde einen eigenen Namen nehmen. Im Alter von 62 Jahren möchte Beat Breu, einstiger Radsportheld, zusammen mit seiner Frau Heidi seinen Kindheitstraum verwirklichen und einen Zirkus gründen. Klein, aber fein soll er werden, ähnlich wie der Zirkus Harlekin, den sie besuchen, um zu sehen, was die Konkurrenz so macht. Es ist keine Boombranche, in die sie einsteigen wollen, im Gegenteil. Viele Zirkusunternehmen kämpfen ums Überleben. Ist ein bisschen windig. Aber Breus Sehnsucht nach dem Zirkusleben ist stärker als alle Bedenken. Ich muss etwas machen, wo ich ein bisschen frei bin. Warum denn? Ja, es ist einfach in meinem Naturellen. Ich könnte nicht irgendwo in einer Fabrik stehen, an einer Maschine von klein auf nicht. Und ich bin lieber unterwegs am Velorennen, ich bin lieber von A nach B gefahren, wieder drei Wochen am gleichen Ort. Das war für mich langweilig. Ich zügle lieber ein bisschen in der Gegend umeinander. Ich mache jetzt hier einfach mit, ja, dass ich den Traum verwirklichen kann. Ja. Also ich muss es nicht unbedingt, also nicht, dass es mich stört, sonst würde ich schon sagen, nein, oder? Aber nicht, dass ich sage, das ist auch mein Traum. Vielleicht irgendwann komme ich dann mit meinem Traum vor, dann verklopft er dich. So einen Tanzkurs. Oh. So. Ja, das ist ein Albtraum, nicht ein Traum. Ja, ja. Vielleicht gibt es dann bis dann einen Walzer mit Rollator. Ja. Haben Sie denn schon mal so einen Betrieb geführt? Nein, ich habe noch nie so einen Betrieb geführt. Aber eben, wenn sie im Büro ist, ich würde mir das jetzt alleine zumuten. Das geht nicht, das kann ich auch nicht. Und ich bin eher noch fürs Zirkusleben. Sie schauen hier im Büro. Dem Alltagstrott entkommen und in eine andere Welt eintauchen. Das werden die Menschen auch in Zukunft wollen, sind die Breus überzeugt. Und genau das bietet der Zirkus. Wir fangen halt hin an. Wir haben zuerst Kleber und Beschriftung und Fahrzeug holen wir noch. Anfang 2018 hatte Breu einen ersten Anlauf genommen, sich seinen Traum vom Zirkus zu verwirklichen. Beim Zirkus Royal führten er und seine Frau das Bistro. Nach einem Jahr trennte man sich bereits wieder, im Unfrieden. Nun wollen sie einen eigenen Zirkus gründen. Damit möchte Breu zurück auf die Siegerstraße, dorthin, wo er als Sportler war. Breu gehört zu den erfolgreichsten Radrennfahrern der Schweiz. Er gewann Klassiker wie die sogenannte Zürich-Metzgete. Und zweimal das Gesamtklassement der Tour de Suisse. Aber Sie haben nur 6 Sekunden Vorsprung im Gesamtklassement, das wissen Sie. Ja, da langt schon eine langt. Auch auf der Bahn brillierte der gelernte Briefträger.
rechter Fan von Bea Preu. Was findet sie gut an ihm? Ja, wenn alles fährt, quer, Bahn, Strasse, dann fährt gut. In den 1980er Jahren eilte er von Erfolg zu Erfolg und wurde gefeiert. Für seine sportlichen Leistungen und für seine treffenden Sprüche. Kurz, Preu war ein Star. Ausrutscher waren selten. Der Bergfloh war ein Sieger. Auch bei der legendären Alpe d'Huez-Etappe an der Tour de France. Ob das stimmt, das können wir jetzt gerade selber fragen. Unser erster Gast, Beat Preu, wird nachher auch noch Glücksfee spielen bei dieser Zulosung im Fußball. Wenn es Leute um einen Moment hat, dann ist man gefragt und es gehört einfach dazu. Gehört zum Geschäft. Unser Gast heute oben ist der Bergfloh, Beat Preu. Heute leben die Preus in einem Wohnmobil, parkiert auf dem Hof eines befreundeten Bauern. Was gibt's denn da auf eins? Etwas, was der Beat sehr gerne hat, Kacke zu hören. Ja. Gell? Da hat es an meinem letzten Velorennen gegeben, das ich gefahren bin, auch gegeben. Ja, auch gesagt, dir? Ja. Ja, also, womit? Die haben ja extra Rennen veranstaltet, in Zahlstätten. Ach so, ja. Zu Abend im Saal hat es Kacke zu hören. Mhm. 1990 begann sein tiefer Fall. Davon hat er sich bis heute nicht erholt. Ein Telefon hat mein Leben um 180 Grad völlig gekehrt. Oder? Was für heiss? Ja, wo die Bank angerufen hat, da stimmt etwas nicht mehr. Nur noch. Ich bin eigentlich auf einem Sockel oben gestanden, bin gerade durch die Swiss zweimal gewonnen. Mir ist es finanziell gut gegangen, ich hatte eine Familie, ich hatte alles bis ein Telefon und dann hat dann alles gekehrt. Und über seinem Sechszimmerhaus, hoch über St. Gallen mit Blick auf den Bodensee, zogen dunkle Wolken auf. Die Idylle mit seiner damaligen Frau Claudia und den beiden Kindern Marc und Denise wurde zerstört. Preus Bruder, ein Banker, wurde verhaftet. Er hatte seine Bank mit cleveren Transaktionen um über 60 Millionen erleichtert. Und da beginnt das Drama des Beat Preu. Er hatte seinem Bruder mehr als 500.000 Franken überwiesen, aus Erspartem und aus der Hypothek auf seinem eigenen Haus. Damit wurde er Mitbesitzer von 6 Liegenschaften im Gesamtwert von rund 12 Millionen Franken. Beat Preu aber möchte so schnell als möglich aus diesem Besitz aussteigen, um sein investiertes Geld wiederzuhaben. Denn wegen der Solidarhaftung riskiert er bei den gegenwärtig tiefen Immobilienpreisen, bei einem Verkauf für viel Geld haften zu müssen. Wenn jetzt ein grosser Schaden würde entstehen, Millionenschaden, was würde passieren mit Ihnen? Also wenn ein Millionenschaden entsteht, wie gesagt, dann verblasen sie uns. Ich habe so Reserven, dass ich hier eine Million decken kann. Wir können recht leben, wir haben das Recht gehabt und hätten auch, wenn der Fall nicht eintreten wäre, ein gutes Leben gehabt. Und wir hätten nachher nicht mehr so einhängen müssen wie normale Bürger. Wir hätten gut können leben. Aber jetzt ist einfach alles auf wackeligen Füßen. Preus Hoffnung, sich mit der Bank Loi, welche die Häuseranteile seines Bruders übernommen hatte, gütlich einigen zu können, war bald zerschlagen. Preu war ruiniert. Wenn mir einer sagt, er sei Bankdirektor, also er vor einem Strassenwischer mehr Achtung. Weil der macht etwas. Der andere, da hat's, also ich mit der Bank kann ich gar nichts mehr am Hut, wenn die mit mir, und wie es mit mir vorne umgegangen sind, wo ich noch der grosse Velofahrer war. Wie ist es dann? Ja, ich könnte Ihnen sagen, einer zu mir gesagt, Herr Preu, wenn Sie einmal Probleme haben, kommen Sie nur zu mir. Und wo ich dann Problem hatte, bin ich zu dem gegangen. Der hat mich gar nicht mehr gekannt. Oder? Der hat mich behandelt wie der letzte Strecke. Und das ist menschlich, sind das Schweine. Oder? Sie nehmen in der grossen Menge und die Kleinen vertrocknen, was sie können. Und ich habe absolut keine Achtung mehr vor einem, der auf einer Bank arbeitet. Also. One, two, three, four.
Er brauchte dringend Geld, um seine Schulden abzuzahlen. Mal. Also fuhr er weiter Radrennen und wurde zusätzlich Entertainer. Mal. Ich bin der Bea. Hi. Erzähl mal vor. Hey, nochmal, jetzt stehe ich da und weg für euch ein Singen. Ich komme mir vor wie in der Schule, kann keinen Piepser rausbringen. Es ist mir fast ein bisschen peinlich, es hat doch gar keinen Sinn. Schon die Lehrer behauptet, dass ich unmusikalisch bin. Dann musste ich Sachen machen, die ich eigentlich normal nicht gemacht hätte. Ich wäre nie im Leben auf der Bühne gestanden. Aber da sind dann die gekommen und gesagt, man muss das machen, dann verdienst du gut. Wir schauen schon für dich, wir machen das. Und das muss ich auch sagen, das hat da funktioniert. Aber nach 7 Jahren unterwegs, etwa nach 700 Auftritten, habe ich dann einfach genug gehabt. Das ist auch abgeflacht. Ich war in der Deutschschweiz rundherum. Es hat so Firmen gehabt, die mich manchmal in der Woche zweimal gesehen. Und dann ist es dann nicht mehr gar so lustig. Und ich musste Neues müssen lernen. Und ich bin nicht der, der unbedingt auf der Bühne steht. Oder? Gerdi Hutter hat mal zu mir gesagt, vor einem Auftritt, ihre schönsten 5 Minuten seien, bevor sie auftrete. Ich habe gesagt, das ist der Unterschied. Meine schönsten 5 Minuten sind dann, wenn ich fertig bin. Und das ist nicht ganz gleich. Für die Privatinsolvenz war er zu stolz. Also zahlte er damals rund 20.000 Franken pro Monat ab. Ein Ende seiner Schulden war trotzdem nicht in Sicht. Wenn man auf einer Bühne steht, das ist wie ein Lohn. Dem ist auch nicht immer drum. Man muss einfach, das ist dann der Job. Und die Leute, die zuschauen, denen ist eigentlich gleich, was für ein Problem das der hat. Der ist dann da, um die Leute zu unterhalten. Das ist nicht immer einfach, aber das muss man irgendwie dann wie ausblenden in dieser Zeit. Und es war schwierig, es war nicht einfach. Haben Sie denn Depressionen bekommen in dieser Zeit? Ja, ich. Hat die Leute gesagt, die keiner, der gesagt hat, er hätte. Ich habe es selber nicht empfunden als Depression, aber man ist einfach niedergeschlagen. Zwischenzeitlich verschwand Breu von der Bildfläche. 2001 tauchte er wieder auf. Hallo, hoi miteinander. Kommen wir rein? Ja. Da ist unser Mr. Red. Mit dem komme ich hier durch die Prärie und reite in den Salon. Er trat als Aushängeschild eines Wildwest-Bordells im St. Gallischen Oberbüren auf. Zusammen mit seiner damaligen Partnerin betrieb er eine Art Sanitätsposten im Notstandsgebiet männlicher Triebe. Ich liege jetzt heute das erste Mal darauf. Ich muss sagen, es ist eine neue Matratze, feudale. Da rein lässt sich leben. Nach einem guten Jahr zog er sich wieder aus dem Sexgeschäft zurück. Das grosse Geld, das er und ein Investor im Hintergrund sich erhofft hatten, war ausgeblieben. Und der einstige Sportheld zur Witzfigur geworden. Mr. Breu, please. So, ich glaube, ich kaufe noch den Sattel hier. Den kann ich nämlich brauchen, jetzt, wo ich im Sattlergeschäft bin. Ist das ein Rosshändler? No. That's Bert Breu, Switzerland's most famous pimp. He has a fucking good job. Yes, Mr. Breu, that's Sammy, your new Verwaltungsrat. Ah, freut mich. Du, dann mach ich mir doch gerade mal so eine lustige Verwaltungsrotsitzung im rosa Salon zusammen mit meiner Frau und dem Gotti Schmutz, dem Saukeib. Ja, wie heisst eure Firma? Longhorn City. Weisst du, wir haben einen Haufen lange Hörner bei uns, Sammy. Also, der handelt mit Rindern. Habt ihr auch einen BSE-Fang? Nein, BSE nicht. Höchstens hin und wieder mal ein bisschen Herpes. Ich konnte gar nicht einen normalen Job machen, weil ich mit diesen Banken so Tröpels und Komedika zahlen musste. Mit einem normalen Einkommen wäre es gar nicht gegangen. Und jetzt hat es Leute, die ich sage, die gescheitert und die falschen Leute, das ist schon klar. Oder? Aber in dem Zeitpunkt, wo das war, war das für mich das Beste. Breus öffentliche Auftritte kippten zusehends vom Komischen ins Tragische. Im Alter von 49 Jahren gab er ein Comeback als Steher auf der offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon. Nach 2 erfolglosen Saisons trat er wieder zurück. Immer noch hoch verschuldet und ohne Perspektive.
An seiner Seite inzwischen Heidi, die seither mit ansehen muss, wie ihr Partner belächelt oder gar ausgelacht wird. Manchmal kommt schon fast das Gefühl über, ja, jetzt beim Beat warten sie noch darauf, dass sie wieder ein Bein gehen können, oder? Und ich meine, das ist nicht ganz in der Ordnung, oder? Das kann man ja bei ihnen auch nicht. Man kann auch nicht einfach auf die Leute los und sagen, so, jetzt erzähl du mal, was du etwa schon alles Mieses geleistet hast im Leben. Aber aufregen oder so, ich sage ihm einfach auch, vergiss gerade wieder, oder? Das ist das Beste. Das ist nicht mehr wert, wieder zum Vergessen. Im Moment sind die Breus ohne Einkommen. Sie leben von ihren Reserven. Trotzdem seien sie glücklich miteinander, sagen sie. Ah, jetzt haben wir es. So. So. Schön. Jetzt. Jetzt wird mehr drin geben. 10, 20. 20? Ja, wenigstens nicht doppelt. Als wir uns getroffen haben und hier so ein bisschen Jahr vor reden, hat es einfach irgendwie von Anhieb gerade gepasst, oder? Ja. Dann hatte ich so das Gefühl, dass auch wenn von ihm das Gefühl jemand zurückkommt, dann nehme ich den. Ja. Was hat Ihnen denn gefallen an ihm? Irgendwie, was mir natürlich auch gefällt, ist seine ehrliche Art. Oder? Ich habe das nicht gern, dass das die Anlügerei und so. Wir sagen immer, wenn ein Problem ist oder etwas, sollte man darüber reden und nicht hier Ausflüchte und weiss nicht was. Und bei uns hat es jetzt eigentlich immer gestimmt. In was haben Sie sich bei Ihrer Frau verliebt? Wissen Sie das noch? Ja, Ihre Art. Ja. Ja, das sind so Fragen. Das ist noch schwierig. He? Ja. Sie ist gut und macht viel. Und macht alles mit, das ist noch wichtig. Um seinen Traum vom Zirkus zu verwirklichen, hat Breu im Internet ein Crowdfunding lanciert. Mindestens 50'000 Franken will er so sammeln. Optimal wären 150'000. Dafür rührt er nun kräftig die Werbetrommel. Bis jetzt mit bescheidenem Erfolg. Es sind erst gut 5'000 Franken zusammengekommen. Denken Sie, Sie haben da noch Chancen? Ja, also ich muss sagen, als ich das gesehen habe, bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich meine, ging schneller, Fürschi. Breu hat ein ambivalentes Verhältnis zu den Medien. Am Anfang seiner Karriere jubelten sie ihn hoch. Später war er ihr Fußabtreter. Trotzdem liefert er sich ihnen jetzt wieder aus. Dann wünsche ich ganz viel Glück. Danke. Ciao, schönen dir. Abend. Tschüss. Merci. Tschüss, danke. Ja. Gegen Journalist kannst du nichts machen. Es ist dann schon in der Zeitung gestanden. Was will ich machen? Die Leute wissen schon. Ja, es lässt richtig stellen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Nachher bin ich noch verreckt an die Kasse gekommen. Weil nein, das und dann kommt es wieder. Und einer hat mir gesagt, du musst einfach still sein. Die Leute vergessen es dann wieder. Nicht noch mal dran rumbauen, aber als Sportler oder eben der Geschichte, über den, wo sie geschrieben wird, der ist völlig machtlos. Würden Sie denn von sich sagen, dass Sie ein sensibler Mensch sind? Ja. Ja, also, das ist noch schwierig, einem selber zu beschreiben. Ja, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht schon. Ja, inner vielleicht, ja. Beat sei sogar sehr sensibel, findet seine Frau. Die vielen Tiefschläge, die hinter den beiden liegen, haben Spuren hinterlassen. Vor allem bei ihm, sagt sie. Er zeigt es nicht gern. Wieso echt? Sehr wahrscheinlich hat man auch immer von ihm Stärke verlangt, oder? Und weiss es halt nicht, wie es oben ist. Früher hat es immer noch geheissen, Buben rennen nicht, oder? Das gibt es nicht. Und ich glaube, er ist noch fast ein bisschen von dieser Generation. Ich weiss nicht, ob seine Mutter das gesagt hat, aber
Das hat man zu unserer Generationszeit noch viel gehört. Ja, und dann wird man halt so grösser und älter und ist sich gewöhnt, das nicht zu zeigen. Oder? Wäre ja ein schwaches Gefühl für einen Mann. Meinen Sie? Und ich jetzt muss sagen, hingegen, ich schätze das, wenn jemand Gefühl zeigt. Auch wenn es einem auch nicht gut geht, dann kann man vielleicht auch jemand darüber reden und ihm helfen. . 2013 meldete Breu Privatkonkurs an. Er ist heute schuldenfrei und will sich erneut in ein finanzielles Abenteuer stürzen. Ortstermin mit der Polizei in St. Gallen. Auf der Kreuzbleiche will der Zirkus Beat Breu Ende Jahr für mehrere Wochen gastieren. Die nötigen Bewilligungen bekäme er, nur das Geld fehlt noch. Alles andere ist bereit. Das wird 63 sein. Ja. Aber das ist nicht über einen Fischalter. Ja. Da lange schon. Ja. Tipptopp. Das ist bestens. Zweifel habe ich keine. Ich bin immer überzeugt, dass wir die letzten 100.000 noch hinbringen. Und sobald wir eine Zusage haben für die, dann können wir auf den Startknopf drücken. Dann geht es etwa, wir sagen vielleicht knapp 3 Monate, und dann können wir loslassen. Dass er zuerst in St. Gallen Halt machen möchte, ist kein Zufall. Hier ist Breu aufgewachsen, direkt gegenüber der Kreuzbleiche. Hier im 31 bin ich auf die Welt gekommen, im 33 haben wir nachher gewohnt. Die Zirkusse schlugen ihre Zelte damals direkt vor seiner Haustür auf und faszinierten den kleinen Beat. Was haben Sie für Träume als Kind? Wissen Sie das noch? Ja, eigentlich schon in den Zirkus wollen. Immer wäre ein Ziel von mir, mal in einen Zirkus. Als was denn? Ja, da war mir gleich gewesen. Wenn ich noch mit dem Zirkus wenn ich hätte machen konnte, wäre mir eigentlich gleich gewesen. Was hat Sie denn fasziniert am Zirkus? Mich fasziniert, wenn der Kunde nichts ist rum und in einem Tag steht der Zirkus da und über die Nacht sind sie wieder verschwunden. Und die Tiere faszinieren mich schon immer. Und überhaupt alles mit Zelt. Darum habe ich auch gerne Camping gemacht. Im Zelt ist mir wohl, jetzt im Wohnmobil. Es geht also um Sehnsüchte aus seiner Kindheit. Aber nicht nur. Breu möchte wieder dorthin, wo er als Sportler war. Als er noch bejubelt wurde und nicht belächelt. In Arbon, der Heimat seines Veloclubs, wurde er nach seinen grossen Siegen als Held empfangen. Wir sind meistens mit dem Zug hier gefahren, also irgendwo eine Station voran eingestiegen und dann grossartig hier in Arbon ausgestiegen. Nachher mit einem, sehr schmal weiss ich, mit einem Lincoln, mit einem Oldtimer-Amerikanerwagen durch Arbon durchchauffiert. Dann im Festzeltenfest mit dem Stadtpräsident, Veloclub. Schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Wie sind Sie sich hier vorgekommen? Wie ein kleiner König, wenn man so durch die Stadt fahren kann und alle winken einem zu. Und eben, man hat dann etwas gemacht, das außergewöhnlich, das nicht jeder hat. Und da fühlt man sich dann schon noch geehrt. Beat Breu möchte als Gewinner in Erinnerung bleiben, nicht als Verlierer. Ich habe früher noch schöne Erfolge gehabt, und jetzt wäre es schön, mit einer Erfolgsgeschichte noch abschliessen können. Wir werden da wirklich alles dran setzen, dass das so rauskommt.